Auch das gehört zur Wahl. Seit 3 Wochen schon fahren meine Kollegen durchs Land und versuchen, die Stimmung vor Ort einzufangen. Wie tickt Deutschland, heißt die Frage. Dazu hat sich mein Kollege Hans-Werner Fittkau heute mit nach Thüringen, nach Weimar begeben. In die Wiege der deutschen Kultur. Auf immer verbunden mit Goethe und Schiller. Vielleicht kann er dort die Frage beantworten, warum Deutschland laut einer BBC-Umfrage das beliebteste Land der Welt ist. Hans-Werner Fittkau. Wir melden uns wieder aus Weimar, der Stadt der Klassik. Es ist das Land der Dichter und Denker. Wir wollen ein bisschen erfahren über das, was hier in Weimar in der Vergangenheit geschah, wie hier geforscht, wie hier gedichtet wurde. Wir wollen aber auch sprechen über Deutschland, über den Nationalstaat, über die Rolle Deutschlands in der Zukunft und ein wenig über Selbstbilder, die wir Deutschen ja von uns haben. Da gab es vor einiger Zeit, das haben Sie vielleicht gehört, diese Umfrage, dass Deutschland das beliebteste Land der Welt ist. Und das hat so manchem, aber vor allem auch unserer Redaktion zu denken gegeben. Und darüber wollen wir ebenfalls sprechen. Wir wollen das tun hier im Goethehaus in Weimar, wo wir heute zu Gast sind. Von 1789 bis 1832 hat Johann Wolfgang von Goethe hier gelebt und gearbeitet. Es war ein Ort der Kommunikation, der internationalen Kommunikation. Viele Menschen, nicht nur aus Deutschland, aus Thüringen, aus ganz Deutschland, waren hier zu Gast, sondern auch internationale Gäste haben hier den Diskurs gepflegt. Es war sozusagen ein Kristallisationspunkt für Nachdenken über die Zeit, auch für Dichtung. Tim Schulze ist hier von der Klassikstiftung aus Weimar. Sie, ich sag jetzt mal, verwalten diese ganzen reichen Schätze hier, unter anderem dieses Goethehaus, was ja schon sehr alt ist, aber sehr schön erhalten ist. Es dient Ausstellungen. Man kann sich hier intensiv über die Klassikphase informieren. Ist es eine Mammutaufgabe, die Sie hier zu schultern haben? Wie schaffen Sie das? Ja, es ist schon eine große Aufgabe, die wir hier in Weimar haben als Klassikstiftung. Denn zur Stiftung zählen insgesamt mehr als 20 Museen, aber auch Schlösser und Parkanlagen, die großen Sammlungen auch noch zur Literatur im Goethe- und Schiller-Archiv und in der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Und so ist also das Goethe-Nationalmuseum, in dem wir hier jetzt sind, eine von ganz vielen Aufgaben, die wir haben. Und unsere Aufgabe besteht natürlich darin, die Bestände und die Einrichtungen zu bewahren, zu erschließen, sie aber auch zu präsentieren und zu vermitteln. Das heißt, wir haben auch große Sonderausstellungen, aber auch Restaurierungsprojekte, Digitalisierungsprojekte, das vielleicht um zu umreißen, was unsere Aufgaben in Weimar sind. Es geht ja, wenn man so will, um unser deutsches nationales Erbe hier, was hier geschützt, gepflegt und verwaltet, vielleicht noch in der Zukunft wissenschaftlich analysiert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Kleinigkeit kostet, oder? Ja, das ist in der Tat so. Das kostet alles viel Geld. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir gefördert werden vom Bund, vom Freistaat Thüringen und von der Stadt Weimar. Darüber hinaus haben wir natürlich Eigeneinnahmen durch die Eintrittsgelder. Und es gibt auch Projektmittel in einem großen Umfang, die uns zur Verfügung stehen, um langfristige Bauvorhaben eigentlich umzusetzen. Viele Menschen waren ganz irritiert darüber, ganz entsetzt über den Brand. Damals der Anna-Amalia-Bibliothek, das war ein ganz verheerendes Feuer, was damals Weimar heimgesucht hat. Ist die Bibliothek jetzt heute wieder hergestellt? Erstrahlt sie wieder in der alten Schönheit? Ja, sie ist wieder hergestellt, erfreut sich auf einem Besucherzuspruch wie vor dem Brand. Es sind immer noch jedes Jahr 90.000 Besucher, die wir in der Bibliothek haben. Wir haben die Bibliothek 2007 schon wieder eröffnet. Und es sind jetzt vor allem die Restaurierungsprojekte, die uns noch einige Jahre beschäftigen werden. Restaurierung ist ein gutes Stichwort. Vielleicht noch den Blick in die Zukunft. Gibt es irgendwelche besonderen Projekte, die Sie in der nächsten Zeit in Angriff nehmen in Weimar? Ja, es gibt viele dieser langfristigen Bauprojekte. Vielleicht nenne ich ganz kurz das zentrale Museumsdepot, das wir aktuell bauen, in dem wir dann die musealen Bestände der Museen zusammenziehen können, die aktuell noch in der ganzen Stadt verteilt in vielen verschiedenen Depots sind. Das ist ein Neubau, den wir noch in diesem Jahr beziehen können. Ein sehr umfangreiches Projekt ist die Sanierung des Stadtschlosses, das wir zur Stiftung der Klassik, zum Zentrum der Klassikstiftung machen wollen. Und das ist aber wirklich eine Zeitschiene, das wird bis in die 2020er Jahre dann gehen. Also ein langfristiges Projekt. Vielen Dank, Herr Schulze, danke, dass Sie bei uns waren. Sie haben schon darüber gesprochen, über einige der Schönheiten, die wir besichtigen können. Wir wollen jetzt, liebe Zuschauer, einen Blick auf Teile der schönen Gebäude, der schönen Institutionen, die hier in Weimar zu besichtigen sind, werfen. Weimar in 60 Sekunden. Johann
Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Die beiden Dichterfürsten prägen um 1800 den Ruf Weimars als kulturelles Zentrum. Herzog Karl August von Sachsen-Weimar förderte die beiden. An seinem Hof bekamen Goethe und Schiller ein Einkommen und viel Freiheit für ihre Kunst. Das Stadtschloss des Monarchen ist heute Teil des Welterbes Klassisches Weimar, wie auch das Wohnhaus von Johann Wolfgang von Goethe. In diesen Räumen lebte der Dichter, Gelehrte und Staatsmann über mehr als 40 Jahre. Heute ist das Haus ein Museum, ebenso wie die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Über 35 Jahre wirkte Goethe hier als Bibliothekar. Im prächtigen Rokokosaal sind die literarischen Schätze der Weimarer Klassik versammelt. Ein wunderbarer Ort, Weimar, um nachzudenken über uns Deutsche, über unser Erbe, über die Vergangenheit, über die Gegenwart und die Zukunft. Ich will das jetzt tun mit Hans-Joachim Marz. Er ist Psychotherapeut aus Halle. Willkommen bei Phoenix. Schön, dass Sie zu uns nach Weimar gekommen sind. Herr Marz, Sie denken ganz viel nach über Deutschland aus psychotherapeutischer Sicht. Sie denken nach über den Menschen und nach über Begriffe wie Verdrängung, Einigkeit und auch Selbstbildnis. Also das passt wie die Faust aufs Auge. Wie geht's den Deutschen? Waren Sie auch überrascht darüber, dass wir zum beliebtesten Land der Welt gewählt worden sind? Einigermaßen, ja. Bei solchen Aussagen muss man immer an Projektionen denken. Ja? Also Fremdbild und Selbstbild stimmen ja selten überein. Es gibt das schöne Sprichwort, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Also wenn uns Deutschen so etwas in uns so etwas gesehen wird, dann sind Wünsche und Bedürfnisse derjenigen, die uns betrachten, spielen da eine Rolle. Und das müsste eigentlich mit analysiert werden, um zu verstehen, weshalb wir im Moment so beliebt sind. Das Selbstbild der Deutschen, das ist ja oft auch beeinträchtigt oder getrübt. Da spielt die Entwicklung, das, wie Menschen behandelt wurden, die Umweltbedingungen, wie man sein muss, was schreibt sozusagen aus DDR-Zeiten das System vor, wie Menschen zu sein haben, aber wie ist es auf dem Arbeitsmarkt, wie muss man sich verkaufen und verhalten. Also da wird das Selbstbild auch noch geprägt und beeinflusst von den äußeren Dingen. Und das stimmt oft mit dem Innersten nicht wirklich überein, wie man sich nach außen gibt. Viele Menschen, ich auch, waren verblüfft über diese Umfrage, beliebteste Land der Welt. Da geht es auch um Verlässlichkeit, wurde durchaus positiv honoriert. Warum ist es so schwer für uns, dieses Lob anzunehmen? Denn viele waren ja ganz verblüfft und wehren das vielleicht auch ab. Naja, wir Deutschen haben natürlich eine belastete Geschichte, eine belastete Nationalgeschichte durch die Kriege, die von deutschen Boden ausgegangen sind, die Völkervernichtung, Holocaust und so weiter. Und was nach meiner Einschätzung und wie ich Menschen kennengelernt habe, auch in Behandlungen, am allerwenigsten geschehen ist, ist die Frage, wie ist die individuelle Beteiligung? Weshalb wäre die Frage, bin ich ein Nazi gewesen oder bin ich ein Mitläufer gewesen? Weshalb habe ich es akzeptiert, dass Juden verfolgt werden? Diese ganz persönlichen Fragen sind meines Wissens nach nicht ausreichend beantwortet. Aber das ist fast schon 70 Jahre her. Wir schreiben das Jahr 2013. Warum spielt das heute oder soll das aus Ihrer Sicht heute noch so eine große Rolle spielen? Ich meine, die meisten Menschen haben doch damit heutzutage gar nichts mehr zu tun. Ja, weil das eine prinzipielle Frage ist. Also weit verbreitet ist, Gras drüber, nicht mehr nach zurückwärts schauen, es muss wieder voran. Entschuldigung, wenn ich widerspreche und dazwischen gehe, weit verbreitet ist, zumindest im Westen, Aufarbeitung mit dem Faschismus. Nirgendwo ist, glaube ich, der Faschismus, der Nationalsozialismus so aufgearbeitet worden wie bei uns, natürlich bei uns in Deutschland oder sollte ich sagen Westdeutschland. Naja, in diesen äußeren Dingen, es gibt natürlich Gedenken, es gibt Feiern, das ist alles ganz wichtig, aber diese ganz persönliche Frage, was macht einen Menschen zum Mitläufer oder zum Mittäter, die müssen
müsste eigentlich jeder individuell beantworten. Und aus welchen Entwicklungsbedingungen, wie sind die Erziehungsverhältnisse, wie sind die sozialen Umweltverhältnisse gewesen, dass man auch zu einem Täter werden kann, das ist für meine Begriffe nicht ausreichend. Weder im Osten noch im Westen aufgearbeitet worden. Im Westen hat man sich in einen Wirtschaftsaufbau, Wirtschaftswunder gestürzt und sich dadurch wieder stark gefühlt. Und im Osten waren die Menschen lange Zeit oder einige zumindest der Überzeugung, sind die besseren Menschen, sind jetzt Frieden und Sozialismus. Und da ist die Aufarbeitung, diese individuelle Aufarbeitung, die entwicklungspsychologische Aufarbeitung, ist nicht wirklich geschehen. Wie kann das denn sozusagen kollektiv geschehen? Ich meine, wir sind jetzt auf dem Weg 25 Jahre deutscher Einheit. Demnächst muss man nicht sagen, dass diese Wunde zwischen Ost und West schon längst geschlossen ist? Sollten wir nicht sagen, wir schauen gemeinsam Richtung Zukunft? Die Wunde ist vielleicht geschlossen, indem was drüber gekleistert ist. Aber dass auch da wieder was hätte erfolgen müssen, dass man sich fragt, welche Vor- und Nachteile hat die Sozialisation im Westen und welche im Osten. Es gibt sehr unterschiedliche Eigenschaften, die die Menschen entwickeln mussten. Im Osten besser anpassen, ducken, damit man in Ruhe gelassen wird. Im Westen eher sich behaupten, stark machen, sich verkaufen lernen und so weiter. Das sind Einseitigkeiten. Da darf man nicht sagen, das eine ist das Bessere und das andere ist das Schlechtere, sondern auf beiden Seiten, Ost und West, gibt es gute wie schlechte Eigenschaften, zu denen Menschen verführt wurden, in denen sie geprägt wurden. Und diese Auseinandersetzung, die hat es nicht ausreichend gegeben. Das heißt, sprechen über das Verbindende, aber vielleicht auch sprechen über das Trennende. Zum Schluss, das Unterschiedliche. Über das Unterschiedliche, ja. Kommen wir zum Schluss noch mal auf diesen Ort Weimar. Das ist ja das Gemeinsame, das nationale Erbe, was hier ja, archiviert wird, aufbereitet wird, was hier gepflegt wird. Welche Rolle kann so ein Ort spielen? Das denke ich, eine große Rolle. Also, dass man auch weiß, es gibt in den Deutschen auch Fähigkeiten, also Kultur, Beziehung zu pflegen, Wissenschaft zu pflegen, also wirklich wertvolle menschliche Eigenschaften zu entwickeln. Darauf besinnen wir uns oft viel zu wenig und in der aktuellen modernen Zeit auch dadurch, dass es viel mehr um Äußeres geht. Man will kaufen, man will neue Techniken besitzen und so weiter. Und das, was aber Kultur, Kunst, Beziehung ausmacht, vor allen Dingen zwischenmenschliche Beziehung, wird dadurch vernachlässigt. Und so ein Ort wie hier kann uns immer wieder mal erinnern, dass es noch ganz andere Werte gibt als die, die man kaufen kann. Wir werden in der aktuellen Politik, Stichwort internationale Lage, Stichwort Syrien-Diskussion, aber auch immer wieder daran erinnert, dass wir vielleicht international eine größere Rolle einnehmen müssten oder sollten in der Zukunft. Wir sprechen gleich noch mit John Kornblum, dem ehemaligen US-Botschafter. Der Präsident Obama war ja kürzlich in Berlin und hat auch das dort anklingen lassen. Wie sieht es denn damit aus, Herr Dr. Marz? Müssen wir ja nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir so reflektiert und so einig sind, dass wir sagen, ja, wir müssen auch international möglicherweise in Zukunft auch wieder militärisch eine größere Rolle spielen? Naja, die größere Rolle muss hinterfragt werden. Militärisch, glaube ich, ist es nicht passend für Deutschland. Also was für eine Rolle soll Deutschland spielen? Für meine Begriffe, aufgrund der Geschichte und das, wie ich Menschen kennengelernt habe, könnte eine Rolle darin bestehen, Friedenspolitik zu vertreten oder Verhandlungsgeschick. Also dass man nicht, wie die Amerikaner es oft vorleben, in einer Krise sofort mit militärischen Mitteln drohen oder auch tatsächlich das umsetzen, sondern dass man kommuniziert, dass man Beziehungen klärt, dass man fragt, was sind denn die eigentlichen Ursachen, dass auch Menschen wie Nationen sich kriegerisch feindlich gegenüberstehen. Das wäre eine wichtige Rolle für Deutschland, gerade aus der Geschichte, die wir haben, zu verstehen, was passiert, wenn Menschen in den Krieg ziehen. Was ist da los? Was tragen sie da aus? Was suchen sie da? Das könnte Deutschland gut anstehen. Das Interessante ist, genau das wurde ja von Goethe und seinen Freunden vor langer Zeit auch hier reflektiert in diesem Haus. Denn es war auch damals eine schwierige Zeit. Das war Dr. Marz aus Halle. Vielen Dank für diese interessanten Anmerkungen und kommen Sie gut zurück in die Heimat. Also es klang schon an gerade, die Rolle Deutschlands wird in Zukunft vielleicht noch mehr diskutiert. Wie sie aussehen kann, wie sie aussehen soll aus Sicht der USA, will ich gleich dann besprechen mit John Kornblum.